Diese Geschichte hat sich tatsächlich zugetragen und alles passierte im Südwesten Mitte der 60er Jahre. Top. Hui. Alarm! So, perfekt. Ein Atzmin! Hey, was geht, Bruder? Bruder. Hey, Bruder. Ein paar Sekunden. Kann ich auch Emotes machen? Ja, klar. Es ist eine Schande. Es ist wirklich eine riesige Schande. Hä? Welchen hast du genommen? Geil, Junge. Ja, hast du ein Problem, Habibi? Oh, Habibi. Oh, kannst du uns einen Roller spawnen? So einen ganz kleinen Mini-Roller? Wo ist denn der Call, Junge? Hä, wer war das denn? Wer war das? Wo ist denn der Call, Junge? Ah, nein, hä, wer ist das? Das bin ich. Ach so. Wo ist denn der Call, Junge? Wie geil. Ich hab davon 4 Stufen, es gibt auch noch 1 Stufe. Wo ist der Call, Junge? Wir begeben uns, ja, auf die Suche nach Bananen. Vielen Dank. Tschüss. Wo ist das PD? Wollen wir zum PD? Guck mal, der will auf die Fresse. Ich schieß gleich, ne? Ich schieß gleich. Wir werfen gleich Bananen. Wir werfen gleich Bananen, wenn du nicht aufhörst. Nein! Oh shit, man! Oh mein Gott. Es ist nie passiert. Das ist nirgendwo passiert. Kein Wort wahr. Alles falsch. Wir begeben uns jetzt auf die Suche nach Bananen, okay? Aber ohne Waffen. Ohne Waffen. Keiner da. Da, guck mal, ein Polizist, der hat bestimmt Bananen. Da sind die doch. Oh. Digga, ach du Scheiße, Digga. Modder. Ich lebe tatsächlich noch. Komm, Affenbruder, wir gehen einfach. Weg, komm. Wo hast du die Frau auf einmal her, hä? Hat die Bananen? Ey, könnt ihr mal die Frau loslassen? Wir tauschen. Frau gegen Bananen. Frau gegen Bananen. Nein, nein. Ja, dann nicht. Nö, die Frau gilt uns. Das ist unser Gegenstand. Willst du meine Bananen? Ich nehme mehrere Bananen, aber nur gelbe. Ja, dann komm. Steig aus und ich steig aus. Fahr. Wir tauschen die Frau gegen Bananen. Wenn ihr keine Bananen habt, dann gibt's die nicht. Könnt ihr vergessen. Haut ab. Ey, lass mal die Frau jetzt runter. Bananen! Keine Banane, keine Frau. Ist ganz einfach. Ey! Oha! Ich hab nicht mal die Frau. Was soll das? Geht's dir gut? Nee, mir geht's gar nicht gut. Nein! Steig ein! Die haben die Frau, die haben die Frau, ey, die haben die Frau! Mann. Die haben die Frau! Wir müssen Jane wiederholen. Die Ollatz sind carried. Wo ist die? Da! Ey! Gebt uns die wieder! Das ist unsere! Jane, wir nehmen dich jetzt mit in unser Gefängnis. Wir werden dich mit Bananen füttern. Oh! Ey, woher ist das Motorrad eigentlich? Alles gut. Ich glaube, die wissen, wo wir hingehen wollen. Ja, ich habe nämlich gesagt, ich will ans Pier fahren. Wir können es nicht mal ans Pier fahren. Du fährst falsch, gell? Ja, wir können da nicht mehr hinfahren, weil ich habe das eben gesagt. Wir fahren woanders hin. Ah! Oh. Wo? Du weißt wo. Amigas. Amigas. Wir können die Frau ja noch ein bisschen rösten oder so. Vielleicht hat die Frau ja Bananen dabei. Wenn die Bananen hat, dann könnten sie uns auch, also, tauschen. Och, die hat jemand wegtippet. Junge, was ist das hier für ein riesiger Berlin-Fernsehturm überhaupt? Guck mal, was ist das? Warum machen wir nicht einen Shop-Rob und verlangen Bananen als Gegenleistung? Ja, Mann. Okay, doch, das ist eine gute Idee. Brauchen wir Geisel? Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Geisel. 12 Sekunden später. Hey, der Bugatti, warte. Nein, warte hier. Aussteigen, Überfall. Steig aus! Komm, hier. Okay. Ist schneller. Sein Game ist gecrashed. Ja. Boah. Egal. Hände hoch. Okay, du nimmst den, ja? Nimm mein Auto. Weh, der ist nicht schnell. Mach's keinen Weg. Mitkommen? Nein. Mit den Waffen? Raus. Okay. Wir nehmen nur Bananen. Du bist jetzt unsere Geisel. Nein. Wir machen jetzt einen Überfall mit dir. Ja, geil, Digga. Banane für Freilassen der Geisel. Ganz einfach. Und wenn die keine Banane organisieren können, dann... Genau. Wir hatten vorhin unsere Jane, aber die Jane wurde leider weggejaint. Oh. Bruder, ne, mein Kollege hat sich gerade so gefreut, Digga, und der hat einfach einen Crash. Wei. Selber schuld. Was ist denn ein Crash, der hier? Stimmt. Oh, sorry. Was ist ein Crash? Ich glaube, diese Geisel ist defekt, die können wir nicht benutzen. Alles gut, schau mal, alles gut, hallo. Nein, nichts lassen. Ausziehen. Okay, chill. Hinlegen. Oh. Was machst du für Geräusche? Ey. Hä? Geht's weg, oder? Runter hier, los. Hey! Weg hier! Anhalten jetzt! Halt an! Letzte Chance, anhalten! Die haben unser Auto geklaut. Wir haben noch eins, komm. Junge, wo kommen die überhaupt her, hä? Woher kamen die überhaupt her, hä? Was soll das denn? Von wem? Fahr Amigas. Wollen wir nicht Shoprock machen?
Ja, Shop Rob. Nein, war gut, war gut. Wir sind gleich da. Jungs, soll ich euch kurz einen BMW bestellen? Warte, wir haben gerade einen BMW-Bestellung bekommen. Nein, den könnt ihr nicht fahren. Ja, okay. Der ist nur für Dienst. Warte, ich bestelle euch. Markier mal bitte. Darf ich mich kurz loslassen, dann bestelle ich. Kommt der direkt? Ja, der kommt direkt. Ja, das Auto fährt nicht mehr sowieso. Warte. Geisel, mach. Geisel, ja, mach. Natürlich. Kommt, hier ist er. Banane. Oh. Knall die Frau. Ach, das ist tatsächlich so ein Delivery-Auto, lol. Ja, ja. Wie geil. Steig ein, Geisel. Oh, die nächsten. Das ist unser Auto, ne? Guck mal. Nein, das war nicht unseres. Doch. Das ist das. Da, guck, das sind die Officer. Ja, hallo? Affe? Ah, steig ein. Das war wieder unser BMW mit den Cops, die ganze Zeit rumlaufen. Was ist das denn? Control Station. Hier. Überfall. Kann man den ausrauben? Ich hoffe. Ja, weil da ist keine Pistole. Verdammt. Oh, ich kann nicht fahren, Junge. Später. So, hier ist unser Shop. Hier machen wir Überfall. Warte, ich park andersrum. Ich park so rum. Hey, Geisel, Hände hoch. Wir bedrohen dein Leben. Nach hinten. So. Hey, nach hinten. Noch eine Geisel. Ausziehen. Hast du Bananen dabei? Ich hab Brot. Wie Brot? Auf dem Boden mit dir. Warum seht ihr beide gleich aus? Ich glaube, du musst dir mal ins Gesicht kacken. Leg dich auf den Boden. Hinlegen. Kopf zu mir. Ich schaufel die Scheiße aus dem Arsch auf ihn drauf. Oh Junge, das ist so ein Bild für die Götter. Entschuldigung, wir sind hier gerade schwer beschäftigt. Die Gorillas, diese Gorilla-Gang. Habt ihr Bananen? Ja. Habt ihr Bananen? Nee. Besorgen Sie uns Bananen, dann kriegen Sie eine Geisel. Wie viele Bananen brauchen Sie denn? Drei Bananen. Ja, bisschen viel. Wie viele Geiseln haben Sie denn? Zwei. Für eine Geisel drei Bananen. Ja. Ich möchte erstmal gerne die Geiseln sehen, ja? Nö, ich möchte erstmal eine Banane sehen. Oh, ich möchte natürlich auch wissen, ob die noch am Leben sind, ne? Weil sonst gibt's keine Bananen. Wenn Sie jetzt die Geisel sehen, dann wird die Geisel vor Ihren Augen geschändet. Was wird die? Ich hole eine Geisel, mach dich bereit. Ihr wolltet das noch anders. Einer nach vorne, komm. Die Geisel wird jetzt vor euren Augen geschändet, die erste. Vor ihn legen, los, vor ihn legen. Nein, sie sind nicht auf unsere erste Forderung eingegangen. Sie sollen die ja nicht auf die Kacke hier schieben. So, wieder nach hinten, los. Mir geht's gut. Ja, der will seine Banane. Hallo. Warte mal, ich hole die Bananen mal, ne? Hey. Wir hatten die Bananen dabei. Hey! Warte mal. Was soll das? Hey, die schießen mit Bananenpistolen. Nein. Ich glaube, eine Geisel muss sterben. Stopp, Geisel. Nein, Geisel. Ey, die machen Gorilla wirklich jetzt einen Laden. Hallo, die Geisel ist einfach rausgerannt. Das geht doch nicht. Ey, die Geisel ist raus. Geisel. Da müssen wir uns noch eine nehmen. Hier, ich hab noch eine. Ich hab eine neue. Habt ihr jetzt Bananen oder nicht? Ja, ich kann die Banane. Jetzt gib mir mal die Banane. Ja, warte, du kriegst dir die Banane. Hier, vielleicht verstehst du sie an der Sprache. Warte mal. Wie viel wolltest du haben? Drei. Ja, warte mal, vielleicht verstehst du es ja so, du Depp. Hier, bitte, nimm deine Bananen. Sag mal, willst du mich verarschen oder was? Hier, nimm deine Bananen. Nee, guck mal, komm mal rein. Guck mal, siehst du, komm mal rein, Kollege. Komm mal rein hier. Komm mal. Nimm mal deine Loot hier jetzt von meiner Fresse weg. Komm mal rein hier. Komm mal rein. Wir zeigen dir, was Bananen sind. Komm her. Hey! Das sind Bananen. Mach deine Waffe, Diamantjack. Wir machen das so. Sie dürfen jetzt die Bananen mitnehmen. Ohne dass sie Ärger kriegen. Da muss ich mich kurz mit meinem Kollegen besprechen. Wir müssen uns kurz beraten gehen, ja? Hört mal, hey Jungs, hört mal draußen, ich hab Gorillasprache gemacht. Ich weiß, was die reden. Wollen Sie sich mit unterhalten? Kommen Sie her, wir diskutieren zusammen. Kommen Sie her. Oder stand's jetzt, Wanda? Okay, ich hab verstanden, was ihr wollt. Ich hab ein Problem. Wir gehen ja auch nicht in die Geisel mit. Habt ihr mich verstanden? Ja, wir wollen gehen. Wir gehen. Ja, okay. Ihr geht jetzt. Aber das nächste Mal bitte duschen gehen, ja? Wirklich. Wir sind Geiseln, Jungs. Der Motor ist kaputt. Warte, bleibt schnell. Ich bestelle. Sollen wir die scheppern? Die kommen jetzt. Die scheppern. Ey. Ey, ist doch gut jetzt. Reicht doch. Hallo, es reicht doch. Genug. Schnipp. Du hast alle abgestochen. Ich will doch einfach nur hier weg, Mann. Was soll denn das? Wo ist denn unser Auto? Warum liegen alle? Wer hat die alle abgeknallt? Ja, ich nicht. Ich hab nur einen. Okay, weg hier. Hier. Ganzes Gebiet wurde massakriert. Oh, komm rein. Oh mein Gott, guck dir diese Straße an. Steig ein. Ah, warte, da lebt noch einer. Der hat unsere Geisel. Was kommt davon, wenn ihr euch mit den Gorillas anlegt? Halten Sie an. Halten Sie sofort an. Warten Sie bitte. Würden Sie bitte aufhören damit? Gehen Sie weg, der! Ich mag so ein Verhalten nicht. Ich mag Ihr Verhalten nicht. Ihr Gambo-Verhalten. Oh, das war nicht ich. Ich hab ihn. Können wir jetzt bitte einfach gehen?
Ja, lass gehen. Ich wollte doch nur einen normalen Überfall machen. Warum ich ist wollte das... auch nur einen Überfall machen. Warum ist das so eskaliert, Junge? Das ist doch... Oh, ich wollte doch nur einen Überfall machen, ey. Das ganze PD wurde massakriert. Wir müssen zum Tierarzt. Zum Tierarzt? Ich weiß auch schon, wo der Tierarzt sein könnte. Ey, ich hatte meine Hände oben. Der hat mich trotzdem abgeschossen. Ah. Hallo, hallo, wir suchen einen Tierarzt. Aber kein Problem, wir kommen einfach rein. Nein. Wir suchen einen Tierarzt, hallo? Ja, aber ich bin leider kein Tierarzt, tut mir leid. Haben Sie einen Tierarzt hier? Nein, negativ. Können Sie uns zu einem Tierarzt bringen? Nee, ich weiß nicht, wo hier einer ist. So, Jungs, bitte einmal raus, ja? Jungs, hey. Was denn? Soll ich die Polizei dazu holen, Jungs? Ich will keine Polizei. Die Polizei wird Ihnen nicht weiterhelfen. Die Polizei kann Ihnen nicht helfen. Jungs, ihr sollt raus. Wenn ich sage, ihr sollt das Krankenhaus verlassen, dann verlassen wir das Krankenhaus. Warum denn? Jungs, ich stelle gleich einen Platzverweis. Gut, Jungs, einmal einen Platzverweis. 20 Minuten, bitte. Hallo, wir müssen behandelt werden. Das ja, kann doch nicht sein. Hä, was ist mit dem Medic los? Hallo, wir wollen behandelt werden jetzt. Können Sie uns bitte da behandeln? Ist Dings, Jane. Oh, Jane! Komm zurück, Jane! Jane, stopp! Ja, mitnehmen. Wie kann ich euch helfen? Mitnehmen. Guck mal, weißt du, was wir jetzt machen können? Wie kommt ihr darauf, dass ich Jane bin? Schau mal. Vielleicht können wir uns mit dir fortpflanzen. Was? Das ist nirgendwo passiert. Tierarzt. Ja, was können wir denn für euch tun, Jungs? Tierarzt. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal hier rein. Schauen Sie mal, ob Sie auf die Trage kommen. Kümmern Sie sich vielleicht erst um meinen Kollegen hier, dem geht's nämlich gar nicht so gut. So, was ist denn passiert? Wie heißen Sie denn überhaupt? Ich heiße Harambe. Harambe, okay, gut. Harambe, setzen Sie sich doch mal hin. Was kann ich denn für Sie tun? Ich habe einen Schuss in meiner Prostata stecken. Vielleicht schauen Sie sich mal sein Problem an, denn seit gestern hat er nur noch irgendwie Durchfall. Der frisst die ganze Zeit Salzstangen und Zwieback. Das heißt, ich würde Ihnen jetzt ein Schmerzmittel verabreichen, das Ihr Hinterteil ein bisschen... Ja. Okay. Sie sollten ihm vielleicht einfach den Finger mal in den Popo stecken. Ja, genau. Deswegen gucken wir uns mal an, ja. Die sind sehr entzündet. Ja. Hatten Sie in der letzten Zeit irgendwie mal Verkehr oder so? Was haben Sie denn heute gegessen? Ich hab Kaka in meiner Hose. Oh Gott. Hey, stopp! Warte auf mich! Hey, warte doch! Ich hab Angst! Sie kommen mit uns. Warum schießt ihr auf mich? Hey, Sie müssen sich benehmen, hallo. Oh, welch ein Zufall. Ah, was ist das für Auto? Hilfe! Nein, nix Hilfe. Wo gehen wir hin mit dir? Amigas? Amigas. Wir machen jetzt Rösti mit dir. Weißt du, was Rösti ist? Pommes? In der Pfanne und so. Ja, Pommes? Aber hast du schon mal gesehen, dass ein Mensch Rösti wurde? Oh. Wollt ihr mich jetzt töten? Stehen bleiben. Gleich explodiert das Ding. Warte, ey, wir müssen russisch Roulette machen damit. Siehst du, dass wir die frittiert? Ja, wir müssen russisch Roulette spielen. Okay. Wer die umbringt, hat verloren und hat verloren. Okay. Du fängst an. Aber ich sehe deine Flammen nicht, gell? Nee, aber wenn es explodiert, sehen wir das. Okay. Oh, ich schieße sogar zweimal. Ah, jetzt habe ich sie umgebracht. Na super. Du hast verloren. Warte, ich mach. Ja, aber es ist nicht explodiert. Warte, bevor du das machst. Hä, das Ding, das fliegt nicht in die Luft. Was ist das denn? Es fliegt in die Luft. Gute Frau, können Sie sich vielleicht kurz auf den Boden legen? Warum? Das ging schnell. Sie war vorbereitet. Ja, können Sie mich jetzt in Ruhe lassen, bitte? Mein Kollege müsste sich gerade noch einmal entleeren, ja? Boah, nee, nicht auf mich kacken. Hallo, stopp. Soll ich auf sie kacken? Nein. Ja, doch. Leg dich hin. Stopp, wir waren noch nicht fertig mit dir. Komm, egal, wir lassen die arme Frau. Wollen wir dich mitholen? Komm, steig ein, wir fahren. Danke. Oh, ich hab die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Oh. Nur Scheiß im Kopf. Komm, wir können noch schwimmen. Wir machen Fahrzeugbestellung. Hey, wie warst du so schnell oben? Hey, komm hoch. Ich hör auf. Versprochen. Wir müssen tatsächlich dieses Auto nehmen. Nein, Emilia, stopp bitte. Emilia? Emilia? Ach, Junge, nicht mal fahren kann die. Schande. Okay, ich hab eine Idee. Nein, ich hab keine Idee. Ja, ich höre. Hier vorne. Diesen Laden. Improvisier. Oh, ich hab eine Idee. Wir schießen die Tanksäule bis aufs Letzte und dann schießen wir da drauf. Wir sagen so, wir schießen die Fenster auf. Woher weißt du, dass die Tanksäule fast kaputt ist? Nein, das ist ein Scheißplan. Hä, wir sind zwei Affen. Wir können den Raub gar nicht gemacht haben. Wir haben den über...
wurde abgebrochen. Echt? Ja. Muss ich da stehen bleiben oder was? Ich glaube schon. Ja, den Laden kann ich nicht mehr ausrauben. Aber vielleicht kommen die trotzdem hierher, weil die gesehen haben. Wir sind ja eigentlich Affen. Wir können ja eigentlich gar keinen Raubüberfall machen, ne? Lass mal so tun, als ob wir so gerade kassieren und du kaufst was ein. Ne, es gibt doch extra was für Junge. Das sieht aus wie so ein Gorilla in einem oder so, wie er sich hier über den Tresen denkt, Junge. Wir müssen woanders hingehen. Moin, moin. Och nee, Digi, nicht schon wieder. Nee. Hallo? Vor weg. Was für eine dumme Scheißidee, ey. Ausgerechnet dann, wenn wir rausgehen, kommen die rein. Ich hab dir noch eine Schelle gegeben, wenn ich raus. Wei, oh wei, oh wei, oh wei. Wir brauchen einen besseren Plan, hä? Wir machen einfach Spider-Man-Pose und schnüffeln nur, weil wir können ja nicht reden und wir können auch noch keinen Bankraub machen. Das können wir ja gar nicht. Wir sind ja Gorilla, weißt du? Okay, und aber wir rauben den trotzdem aus, oder wie? Ja, ja, klar. Okay. Ich park das Auto hier hinter, ja? Jo, ist ja auch nicht das Erste, was die sehen, wenn die herfahren. Nö. Also, komm mal her. Wir müssen hier stehen bleiben dabei, ne? Lass einfach hier chillen, ja? Setz dich so hin, wie so ein Dummi. Ein paar Sekunden später. Guten Tag, Polizei hier. Herr Junge, so schnell? Wurde hier ein Laden aufgemeldet? Hier sind Affen, Land. Oh, nein, ist ich. Was machen die Affen hier? Geil. Ich bin geil, Digga. Ich bin mein Penis ist steif. Leck mich am Arsch. Ja, eine Waffe. Ach du Scheiße. Eine Waffe, eine Waffe. Was geht denn hier? Panik. Da ist so ein großen Arsch, Digga. Sie sofort aus. Denken Sie sofort aus. Der Laden war erfolgreich. Ich hab 17.000 Dollar. 17.000 Dollar, Kollege. Oh, die ballern. Oh mein Gott. Okay, hier kennst du dich aus. Aber die verfolgen uns nicht, oder? Doch. Oh, okay. Aber ich kenne mich hier besser aus. Ich bin Profi. Die letzte GTA San Andreas Aufgabe, wo die da so. Wollen wir jetzt einfach direkt zum nächsten Laden uns da. Ja. Aber weiter weg diesmal. Weiter weg. Ey, das geht schneller. Man raubt den Laden schneller aus, als dieser Timer runtergeht. Das ist voll geil. So. Deswegen ging das so schnell. Okay, warte. Wir machen noch einmal oben in Sandy Shores, oder? Einmal weiter weg. Warte, wir müssen hier verstecken wieder. Jetzt unauffällig, ja. Wow. Ah, Cooldown, 20 Minuten. So eine Scheiße. Schade. Was machen wir denn jetzt? Was soll man tun? Was ist mit dem denn? Wo kommen die denn her? Das ist doch unser Auto. Das ist doch diese Elena, oder was? Wie bitte? Ladenraub habt ihr gemacht. Aha, ja, genau. Und woher wisst ihr das? Woher wisst ihr das? Ey, was geht da vorne? Oh, hey. Schöpperei. Oha, guck mal, der will abhauen. Hinterher! Die haben uns einfach umgescheppert. Hey, hallo. Wir sind Affen, sie können uns nicht einfach umscheppern, hallo? Hilfe! Stopp, wir kriegen dich. Wir sind schneller und muskulöser. Wir sind Affen. Dich gewarnt. Pass auf. Oha, stopp. Stopp jetzt. Nein, verpiss. Es reicht. Verpiss dich, du. Wir können gehen. Sie auf, du Slice? Nein. Ah, warte, den will ich noch slicen. Warte. Dreh mal um. Ich muss den noch slicen. Stopp. Oh. Halten Sie an. Halten Sie sofort an. Halten Sie an. Oh. Hey. Hören Sie. Weg hier. Eine Ewigkeit später. Sollen wir mal ein paar neue Leute rufen zum Einreisen? Ja. Aber wir machen mal. Du machst bei dir, ich mach bei mir, okay? Okay. Hallo. Ich hab eine Behinderung. Deine Arschhaare schlabbern. Oh, die Arschhaare.